Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 4. Und mein Sim hat schlechte Laune, sehe ich gerade. Aber wir haben ja hier auch noch sehr viel über. Wir kaufen uns einmal hier sofortigen Spaß. Ja, hilft nur wieder mal nicht. Das finde ich klasse. Ach, das ist das hier. Na, trinken. Wie sieht das denn aus? Okay, interessant. Wir haben noch 15 Stunden bis zur Arbeit. Also auch nicht mehr ewig. Und mein Sim, was macht sie da? Tu dir doch selber mal einen Gefallen und geh da rein. Da trinkt das jetzt endlich mal. So, du solltest eigentlich für uns alle noch was Brauchbares tun. Kann sie eigentlich das hier nicht mal hier verbessern? Ach so, geht nicht. Geht nicht, aber wir können hier mal eine Bestellung aufgeben. Wo ist es denn? Bestellung. Tuningteile kaufen. Und zwar brauchen wir für Sanitäranlagen. Ja. Und für die Küche. Ich nehme jetzt einfach mal 4. Von jeder Sorte aber. So, jetzt müsste es funktionieren. Selbstreinigung. Oh, Luna, du hast hier alles eingesaut. Unfreundliche Umgebung. Hey, hier ist dermaßen ordentlich. Naja, gut, fast jedenfalls. Ja, mach das mal, dann hier bitte einmal aufwischen und hier reparieren. In der Zeit hoffen wir einfach mal, dass der Hund auf keine dummen Gedanken kommt. Das traue ich der nämlich auch zu. Heute mal als Handwerker unterwegs. Aber damit verbessert sie auch ihre Fähigkeit hier. Verbesserung fertig, ja. Und dann hier oben mal ein bisschen aufräumen tatsächlich. Steht ja hier eh alles unter Wasser. Oh, hat der Hund hier jetzt noch mehr? Ey, das gibt's ja gar nicht. Hier bitte auch einmal aufwischen. Und dann mal den Hund streicheln. Das braucht sie jetzt. Dann hier einmal Teile plündern. Und den Rest wegschmeißen. Teppich wischen, das ist auch mal interessant. Oh, wir haben sogar mitten in der Nacht. Ja, das merkt man wirklich kaum, wenn man nicht mehr wirklich schlafen muss. Den Rest bitte wegwerfen und den Hund belehren, nicht aus der Toilette zu trinken. Ich glaube, es ein Knall. Warte mal. Nee. Kann ich ihr das nicht? Das finde ich jetzt doof, ne? Das finde ich jetzt wirklich blöd. Ja, Luna, du sollst nicht aus der Toilette trinken. Ich kann sie nicht belehren. Das hilft alles nichts. Okay. Aber sie malt, das ist gut. Das ist auf jeden Fall sehr gut, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und danach kann sie noch mal ein bisschen in der Küche noch ein bisschen weiter renovieren, beziehungsweise ein bisschen verbessern. Erstmal das Bild fertig malen, dafür kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld.
Luna hat Hunger. Ja, Luna hat aber auch zu fressen. Der habe ich doch erst den Napf aufgefüllt, ja. Muss es sich nur nehmen. So, und was kriegen wir jetzt für dieses absolute Meisterwerk? Ja, immerhin ein bisschen. Dann bitte einmal hier verbessern. Robuste Armaturen. Was können wir hier verbessern? Beschichtetes Gehäuse. Ja, das nehmen wir auch noch. Als nächstes. Beschichtete Armaturen. Ich glaube, dann brauchen wir schon wieder welches. Ach so, das können wir noch nicht verbessern. Okay. Ist das Level noch nicht hoch genug? Ja, Arbeit im Haushalt muss auch manchmal sein. Dann hier bitte auch einmal aufwischen, weil jetzt wird es hier auch dreckig. Das Bad ist jetzt sauber, hoffentlich, und funktioniert auch wieder alles. Ja. Und dann kümmerst du dich ein bisschen um deinen Hund. Und ein Leckerchen geben. Wo ist es denn? Oder hier auf Couch verwöhnen. Und ein Leckerchen geben. So rum. Und hier. Über Spielen in Pfützen belehren. Das soll sie nämlich auch nicht machen. Damit macht sie nur noch ein größeres Durcheinander. Das ist schon lustig. Jetzt lobt sie sie erst für alles Mögliche, bevor sie ihr sagt, dass sie sich nicht in Pfützen wälzen soll. Das ist schon irgendwie brillant. Aber gut, okay. Dann ist das so. Oh, ja. Wir fahren jetzt mal in die Tierklinik. So ganz gesund ist sie nämlich nicht. Sie hat scheinbar irgendwelche Flöhe oder so. Ja, sie ist krank. Ich hoffe jetzt auch, dass das funktioniert. Weil wie ich die letzte Folge versucht habe aufzunehmen, hatte ich da leider herzlich wenig Glück mit. Da ist mir das Spiel abgestürzt. Und zwar jedes Mal. Das war jetzt echt eine Mühe, das überhaupt wieder anzubekommen. Und ich weiß auch echt nicht, woran das jetzt liegt, an welchen, ja, welchen Sachen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Mods oder CC, die da jetzt Probleme gemacht haben. Aber ich weiß nicht welche, ich weiß nicht was und auch nicht warum. Das ist jetzt ungünstig, sage ich jetzt einfach mal. So, wir müssen uns hier erstmal. Wir sind selber die, oh, die Tierkliniksbesitzer. Ja, ich weiß, das ist jetzt einfach nicht sehr gut gewesen. Untersuchung von Luna beginnen, ja. Ich dachte gerade, das war jetzt nicht sehr klug, aber. Okay, wir haben noch 5 Stunden. Wäre also ganz gut, wenn heute noch. Jetzt haben wir da herzlich wenig Chancen, ja. Bitte, Hundi, komm mit. Dass wir das jetzt noch in der Früh hinbekommen, bevor sie zur Arbeit muss. Temperatur messen. Und weil schon das Fell so auffällig ist, das auf jeden Fall auch untersuchen. Und den Mund untersuchen. Wir haben es gefunden. Okay. Behandlung. Parasitenkiller-Spray. Und damit sollte der Käse gegessen sein. Ich öffne die Klinik jetzt auch nicht, weil das lohnt sich jetzt für die 5 Stunden nicht mehr.
4 Stunden sind sogar nur noch. So, Luna ist wieder gesund. Sehr gut. So, dann können wir eigentlich direkt wieder nach Hause. Hat sie jetzt einfach das Wassercluster hingestellt? Oh, das ist der Hammer. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück, bitte. Wir müssen mich in 3 Stunden schon zur Arbeit. So viel Zeit ist nicht mehr bis dahin. Aber in der Zeit kann sie nochmal ein Bild malen, dass wir nochmal ein bisschen Geld bekommen. Ja, das lädt ewig, aber gut, okay. Hauptsache, es lädt überhaupt und stürzt nicht wieder ab. Aber wir haben Glück. Okay. Outfit ändern, zieh dir mal was anderes an. Nehmen wir das hier. Und was haben wir hier? Großer Tierhaufen, sehr gut. Den bewahren wir natürlich auch, den brauchen wir. Zum Düngen unserer Pflanzen. Hier, was malen wir denn? Ein Landschaftsgemälde. Einen Saugroboter habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Noch nicht lange, für was ich mir den überhaupt gekauft hatte, aber gut. Jetzt ist er da. Den werden wir sicher irgendwann nochmal gebrauchen können. Na, mal sehen, was sie da jetzt in der Zeit noch fertig bekommt. Aber wir haben 71.000 Simoleons. Über 71.000, also das ist so wenig jetzt auch nicht. Damit kommen wir schon gut über die Runden. Oh, wir kriegen sogar richtig Geld dafür. Meine Güte. So, aber mehr schafft sie nicht mehr. Noch knapp eine Stunde. Guck mal, setz dich nochmal hier aufs Sofa. Schau nochmal ein bisschen Fernsehen, so lange bis du los musst. Na, wie wär's? Oh, sie spielt mit dem Ball. Das ist doch toll. Ein glücklicher Hund und ein glücklicher Mensch dabei. Und schauen wir hier Ninja. Actionfilm oder was? Oh, das war's schon. Aber dann würde ich sagen, da sie jetzt eh gleich zur Arbeit muss, mache ich hier erstmal Schluss für heute, beende die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.